Als Councillor Mwadzikomba sein Leben am Geländer der Ramisi-Brücke aushaucht, geht für den deutschen Aussteiger Hans von Lösch ein Jahrzehnt zwischen Traum und Albtraum zu Ende. Er hatte in Ostafrika einen neuen Anfang gesucht. Immer wieder wird er hineingezogen in eine faszinierende Welt der Traditionen und des Geisterglaubens. Er wird ein Pionier des Ökotourismus, kämpft gegen Korruption und Mordkomplotte und um die Liebe seines Lebens. Einem Freund und langjährigen ARD-Afrika-Korrespondenten hat er seine unglaubliche Geschichte erzählt. Da war eine Wolke, die aus dem Fluss kam und das Auto eingehüllt hat. Man konnte nicht sehen, nur hören, dieses schreckliche Krachen. Nein, protestiert der Ältere, der Schleier war durchsichtig wie Rauch. Ich konnte das Auto ganz deutlich erkennen. Es fuhr auf die Brücke und beide Vorderreifen platzten gleichzeitig. Thank you.